So, die ist gesichert. Weißt du, wie man sie entsichert? Weiß ich. Okay, du musst Respekt haben. Das ist kein. Joel, ich passe auf. Okay. Sie ist klein, kein kleines Mädchen mehr, Joel. Also behandelt sie auch nicht so. Gut. Die Munition können wir gerne mitnehmen. Gibt's hier sonst noch was? Ich gras das alles ein bisschen ab, bevor wir dann weitergehen. Aber toughes Mädchen, außerdem, dass sie ein bisschen ziehen sollte, ziehen lernen sollte, war sie eigentlich ganz gut. Aber nun gut, ich kann es wirklich besser ziehen. Hihihi. Was soll's. Gut. Die KI war da in diesem Moment echt nicht so die beste, aber ja, ich weiß nicht. Naja, das war echt nicht so toll, dass die KI da nicht mal gesehen hat, dass ich mich hinter sie geschlichen habe. Aber was soll's, war zu meinem Vorteil und von dem her war es eigentlich ganz gut für mich. Das Haus habe ich eigentlich mehr oder weniger ganz untersucht, außer dass ich noch nicht oben war. Also, und die Dinger respawnen nicht wieder, oder? Hier ist auf jeden Fall ein Schokoriegel, den habe ich wohl noch nicht eingesammelt. Ich glaube nicht, oder? Nee. Okay. Tun sie nicht. Dann gehen wir hier nach oben und schauen, was es hier oben zu finden gibt. Außer ein paar Leichen, die wir dahin buxiert haben. Beziehungsweise, sie haben sich selbst da oben hin buxiert, aber erst wir haben sie zu Leichen gemacht, mehr oder weniger. So. Bevor ich hier weitergehe, gehe ich erstmal nach oben. Denn oben sieht es mir so aus, als ob es da nicht unbedingt weitergeht. Ja, hier geht's schon nicht weiter. Gut zu wissen, so. Ah, Mist, jetzt habe ich mich kurz am linken Arm gekratzt und schon bin ich runtergefallen. Ah, das kommt davon. Seht ihr, hier in diesem Spiel ist es schon gefährlich, wenn man sich am linken Arm kratzt. Welches Spiel hat das schon, dass das eine Gefahr bietet für den Spieler. So. Gut. Ist hier denn irgendwas außer hier dem Zeug da drin? Können wir hier spazieren? Keine Ahnung. Erstmal gehe ich rein. Was? Ja. Ruhig, Ellie. Ruhig, Ellie. Ich komm schon, ich komm schon. Erstmal schauen wir uns hier ein bisschen um. Was ist das denn? Das sah mir gerade wie ein Herz aus auf dem Notizbüchlein. Und da dachte ich, das wäre irgendwie so eine Gedichtesammlung oder was weiß ich, sowas in der Art. Aber keine Ahnung, was das ist. Guten Drucker hier. Ich hoffe mal, dass dieses Brett nicht genau gleich ist wie da, in dem Häuschen, in dem wir mit Tess und Ellie drin waren, in diesem Bürogebäude. Das wäre ein bisschen nicht so toll. Aber ich nehme mal an, dass es nicht das gleiche ist. Ihr könnt es ja mal überprüfen, wenn ihr wollt. Gut, schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Hey Ellie. Ah, hier müssen wir lang. Oh, die haben gerade gegrillt. Lecker Rattenfleisch. Lecker, 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 lecker Rattenfleisch. Lecker Rattenfleisch. Gut. Hätten wir das auch geklärt? Jetzt hier noch ein bisschen umschauen. Da ist ein Polizeiwagen. Können wir die Sirene... Kann ich mal bitte die Sirene betätigen? Bitte, Onkel Polizeichef. Nö. Okay. Gelbe Kaputtvase. Dann halt nicht. Hier sind ein paar Teile, die nehmen wir auf jeden Fall mit. In den Lift kommen wir nicht rein. Nope. Gut. Können wir die Vase echt nicht kaputt machen? Schade. Ich würde sie irgendwie. Ich will versuchen, mal die nieder. Komm, machen wir es einfach. Ich schieß die mal nieder. Oder mit dem Pfeil. Wir haben eh nur noch einen Pfeil. Ach nee, wir haben einen dazu bekommen. So, schauen wir mal. Und Wilhelm Tell? Nee, klappt leider nicht. Das ist eine Stahlvase. Die Pfeile zerbrechen daran wie sonst was. Alter Mann, was für eine Stahlvase.
Unglaublich, dass das hier gibt. Ja. Ich weiß. Spiel, hast du schon mal daran gedacht, dass es Leute gibt, die sich gerne hier umschauen würden, so ein bisschen zumindest? Sind ja nicht alle irgendwie solche so, ja, ich hätte jetzt fast was Falsches gesagt. Also was heißt Falsches, was Richtiges, aber was wir auch nicht hier reingehört und ich will es auch nicht hier reinbringen, weil das ist das mir nicht wert. Aber nun gut, lass mir das, da ihr eh keine Ahnung habt, worum es geht, ist es auch scheißegal, aber gehen wir auch mal weiter. So, hoch damit. Jetzt mach dein Ding, Ellie! Okay. Na, die blöde Kette klemmt. Warte. Mach ich. So. Gute Idee. In Uncharted wird das jetzt zusammenbrechen eigentlich. Hätte ich hier auch erwartet, aber nun gut. Ist nicht so passiert, wie es sein sollte. Das ist ein also das sah mir gerade aus wie so eine schwarze Silhouette bei so einem Schießstand, wo man drauf schießt, wisst ihr? Wieso auch immer die hier sein sollte. Was? Hilf mir mal damit. Okay, was können wir damit machen? Damit müssen wir irgendwas machen, wie es aussieht. Erstmal hier Sachen einsammeln. Und dann dorthin schieben wahrscheinlich. Ja. Wird wahrscheinlich so sein. So, hoch mit uns. Gibt's hier noch mehr? Ah, hier ist eine Werkbank. Gut, schauen wir uns erstmal noch um, ob hier noch irgendwelche Sachen sind. Nee, 15. Schade. Schokolade. Hier mal rüber. Scheiße, runter. Da ist ziemlich viel los, weißt du? Was soll's? Nicht kein Essen und ein paar Schuhe. Die haben nichts. Gehen wir. Ich weiß. Aber... Oh Mann. Gehen wir zur Brücke. Okay. Erstmal kurz zur Werkbank. Gibt's hier nicht wieder nur so eine Zange, die unser Werklevel aufwertet? Ich glaube... Okay, dann an die Arbeit. Hier gibt's sonst nichts, was ich unbedingt aufwerten will. Nee. Wir haben noch 3 Waffen, die wir noch nicht gesehen haben. Gut, da bin ich mal gespannt, was die für welche sind. Hier, das könnte ich verbessern, aber... Ich weiß nicht. Soll ich das? Halt für eine zweite Langwaffe. Joa! Für die Pistole braucht ganz... Nee, komm, braucht nicht, weil sowohl Bogen als auch... Dings, Jagdgewehr haben eh nur einen Schuss drauf. Also bringt's mir nicht, wenn ich die auf den zweiten Slot setze. Und auf dem ersten Slot ist eh meistens das Schrotgewehr, beziehungsweise die Schrotflinte. So. Huiuiui, hoffentlich passiert uns das nicht. Wobei wir ein bisschen mehr dabei hätten als die beiden. Zumindest ein paar Waffen. Die hätten die Hunter sicher gern. Moment, können wir hier irgendwas verbessern? Ja, komm, machen wir mal. So, schön verbessert. Und dann weiter. Hier ist nichts weiter. Scheiße, Joe. Hunter. Jetzt müssen wir noch die zwei auf den Schrank abgeben. In dem Shop muss eine ganze Armee sein. Wie haben die es geschafft, die Crew da drüben auszulöschen?
Ich will vor Sonnenuntergang fertig sein. Ach du Scheiße! Oh, wow! Ah, wie hat er mich gesehen, Mann? Das gibt's doch nicht. Herr Gott, Joel! Ja, was sollte ich machen? Sollte ich sie am Leben lassen, Ellie? Schlaumeierin. Mann! So hat der Pfeil nicht getroffen. So ein Scheiß. Gut. Was soll's? Eigentlich habe ich den anderen von hinten gepackt. Aber okay. Das hat's wohl nicht anerkannt. Gut, schlagen wir uns mal hier ein bisschen durch. Hier könnte es wieder überall irgendwas geben. Und ich sehe schon wieder in den Kommentaren, voll langweilig, wie du dich da durchschleichst und alles erkundest und bla 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 bla. So mal zur Info, ich habe glaube heute, ich weiß nicht, ob den 17. oder den 15. Part hochgeladen. Also kann ich bis dato jetzt nicht so sehr auf eure Kommentare eingehen, die ihr danach geschrieben habt. Hier ist ein Zettel, den lesen wir mal. Letzter Angriff. So, wir haben sie in die Flucht geschlagen. Ein Großteil ihrer Streitmacht zog sich zu Liberty Avenue zurück. Um Mitternacht schlagen wir zu, trommelt alle Kampffähigen zusammen und bewaffnet sie. Wer noch stehen kann, kann auch kämpfen. Jeder, der sich weigert, mit uns zu kämpfen, wird vertrieben. Jeder, der die Armee unterstützt, kann ein Exempel statuieren. Heute Abend werden wir dieser Tyrannei ein Ende setzen und ein neues, eigenes Leben beginnen. Na dann viel Spaß mit eurem neuen eigenen Leben. Ich hole mir erstmal hier den Schokoriegel, der ist auch ganz neu und eigen. Und eigensinnig dazu auch noch. Da geht's wohl weiter, wir wollen aber noch nicht ganz weiter. Sondern erstmal den Boden schrubben, nee. Natürlich nicht, denn wir sind keine Schrubber, sondern wir lassen... lassen wir das. So, hier, das war die Schrotflinte. Ja, das war sie. Was können wir denn basteln? Das können wir verbessern. Hey, das, den Zucker, den können wir sowas von überhaupt nicht gebrauchen. Ich glaub's gar nicht. Egal. Was gibt's? Okay, wird gleich mal ein Tacken dunkler. Soll mir recht sein. Ja. Toll. Ah, oh, ich hätte hier runter so. Gut, egal jetzt. Hier hinten ist doch bestimmt was. Oder auch nicht. Hier ist was. Hä? Schatten? Einfach so ein Schatten? Okay. Wie auch immer, Spiel. Soll da halt einfach mal ein Schatten sein. Nee, auf der anderen Seite kommen wir nicht raus. Ich habe kurz drüber nachgedacht. Dawn of the Wolf. Part 2. Eieiei, bestimmt irgendwas ähnliches wie Twilight. Bis zum letzten Mondschein. Eine hochemotionale Story mit zwei schwulen Vampiren. Obwohl, ich glaube, der eine ist ein Werwolf. Ah, da oben sind sie. Joe, im oberen Stockwerk ist einer da oben. Ich sehe es, habe ich schon gesehen. Ist da sonst noch irgendwo jemand? Da habe ich auf jeden Fall eine Falle gesehen, direkt hier. Die können wir aber nehmen, oder? Soweit ich das verstanden habe. Oh, da haben wir schon zu viele? Nee, so kann ich die nicht nehmen. Okay, wie es aussieht, können wir solche gebauten Fallen nicht nehmen. Ich sehe ihn. Aber ich sehe auch, dass der Part genug lang ist, also sehen wir uns erst im nächsten Part wieder. Bis dahin, meine lieben Freunde, man sieht sich, schönen Tag noch und tschüss.